Wer etwas, womit der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, hasst, selbst wer da handelt, hat Unglauben begangen. Eine Bedingung von den Bedingungen des Glaubensbekenntnisses ist die Liebe. Die Liebe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, gegenüber der Religion, gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich dieser Hass negiert die Liebe. Ja, die Liebe und der Hass können nicht zusammen vorhanden sein. Das heißt, wenn eine Person etwas hasst von dieser Religion, dann in diesem Fall hat diese Person diese Bedingung des Glaubens, des Glaubensbekenntnisses nicht erfüllt. Und zwar diese Liebe. Und wenn eine Bedingung des Glaubensbekenntnisses nicht erfüllt ist, dann ist dieses Glaubensbekenntnis nicht gültig. Und dieses Hassen bezieht sich hier auf verschiedene Sachen. Zum einen das Hassen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn eine Person Allah subhanahu wa ta'ala hasst, dann ist das natürlich ein Negierungspunkt des Islams. Wenn eine Person Allah subhanahu wa ta'ala hasst. Oder eine Person hasst den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie hasst den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Auch das ist sofort ein Negierungspunkt. Ja? Wer Allah subhanahu wa ta'ala oder den Propheten hasst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keiner von euch ist gläubig, bis ich ihm lieber bin, als seine Eltern, seine Kinder und die Menschheit allesamt. Wenn dir also irgendjemand lieber ist als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so wisse, dass dein Glauben mangelhaft ist und dass dein Glauben nicht vollständig ist. Und dann gibt es noch die dritte Sache, und zwar das Hassen der Religion oder von einzelnen Urteilen der Religion. Wenn eine Person die Religion an sich hasst, dann ist das ebenso natürlich ein Auslöscher des Islams. Sobald sich dieser Hass gegenüber der Religion anfindet in dieser Person, ist sie damit aus dem Islam ausgetreten, durch dieses Gefühl des Hasses gegenüber dieser Religion. Hinsichtlich den Urteilen, hier müssen wir genauer vorgehen. Wenn eine Person eine Sache hasst, die sie machen muss. Es gibt zwei Arten von diesem Hassen. Es gibt zum einen, und hier kann man vielleicht, hier ist Hassen vielleicht im Deutschen das falsche Wort, man kann sagen, eine Sache, wenn eine Sache dir zuwider ist, ja, das ist vielleicht das bessere Wort, weil Hassen ist im Deutschen nochmal eine härtere Stufe, aber eine Sache ist dir zuwider, ja, du willst das nicht machen. Und hier gibt es ein, ich sag mal, Zuwidersein, was natürlich ist. Und das ist das Zuwidersein aufgrund der Anstrengung mancher gottesdienstlichen Handlungen. Zum Beispiel, eine Person hat wenig Schlaf. Sie kommt zum Beispiel immer um 2 Uhr morgens von der Arbeit. Und um 5 Uhr ist zum Beispiel bei ihr Fajr. Wenn sie jetzt aufsteht, kann es sein, dass sie schwer aufsteht. Ja? Sie mag das nicht, dass sie aufstehen muss. Vielleicht im Winter ihr warmes Wasser funktioniert nicht. Sie muss mit diesem kalten Wasser die Gebetswaschung vollziehen. In diesem Fall ist das zuwider. Ja, sie will vielleicht eigentlich im Bett schlafen, in ihrem warmen Bett, unter der Decke. Ja? Im Ramadan, eine Person muss fasten. Sie will vielleicht, sie hat diesen Drang, diesen natürlichen Drang. Sie will essen, sie will trinken, sie ist schwach. Ihr ist dieses Fasten zuwider. Hier sagen wir, das ist keine Sünde und erst recht keine Sache, die aus dem Islam herausführt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, die beste Tat ist die Gebetswaschung von demjenigen, dem es zuwider ist. Was ist damit gemeint? Die Gelehrten haben gesagt, derjenige, der an einem kalten Tag diese Gebetswaschung vollzieht. Also das Wasser ist kalt und sein Nefs sagt ihm, unterlass das. Guck mal, es ist kalt, ja? Du wirst vielleicht krank. Aber er macht es trotzdem. Obwohl ihm das eigentlich sein Nefs, es ist ihm zuwider, aber trotzdem macht er diese Tat. Hier ist das weder eine Sünde, noch ist das was, erst recht nicht eine Sache, die den Islam einer Person negiert. Wir sehen, dass bei Imam Ahmad in seinem Musnad überliefert wird, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Und er sagte, also der Prophet sagte zu dem Mann, nimm den Islam an. Und der Mann sagte, ja Rasulullah, es ist mir zuwider.
Was meint er damit? Er meinte, wenn ich jetzt den Islam annehme, die Leute werden mich verstoßen, die Leute werden mich beleidigen, die Leute werden mich komisch anschauen. Nicht mir ist der Islam zuwider, sondern das, was darauf passiert, ist mir zuwider. Dass ich abgestoßen werde von den Leuten, dass meine Familie mich vielleicht von zu Hause rausschmeißt, das ist mir zuwider. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als dieser Mann zu ihm sagt, ja Rasulullah, es ist mir zuwider, also den Islam anzunehmen. Er sagt, nimm den Islam an, auch wenn es dir zuwider ist. Trotzdem, wenn das jetzt Unglaube wäre, hätte er nicht gesagt, nimm den Islam an, auch wenn es dir zuwider ist. Sondern er sagt, nimm den Islam an, auch wenn es dir zuwider ist. Aber was ist dieses, und wie gesagt, im Arabischen kannst du beides hassen nennen. Ja, aber im Deutschen ist vielleicht dieses Wort hassen etwas, hassen ist schon mehr. Es geht darum, dass das dir zuwider ist. Ja? Und deswegen diese ganzen gottesdienstlichen Handlungen, die mit einer Erschwernis verbunden sind. Und du hast in deinem Herzen etwas. Du willst vielleicht nicht zu Fajr aufstehen. Aber du machst es natürlich trotzdem. Im Ramadan, du willst eigentlich lieber essen und trinken. Ja, und es ist dir zuwider zu fasten. Das ist keine Sache, die den Islam einer Person negiert. Ja, im Gegenteil, diese Person, sie, ihr eigenes Nefs sagt ihr, iss, trink, steh nicht auf. Aber was macht sie? Sie macht. Ja? Trotzdem betet sie, trotzdem fastet sie und kämpft sozusagen gegen ihr Nefs an. Das heißt, diese Person hasst also nicht das Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern sie hasst nur diese Umstände, die damit verbunden sind. Und das ist nämlich die zweite Möglichkeit, dass eine Person das Urteil hasst. Sie hasst es, dass sie beten muss. Sie hasst hier nicht die Umstände, sondern sie hasst dieses Urteil, das Allah ihr die Pflicht des Gebets auferlegt hat. Nicht sie hasst es im Ramadan, dass ihr Bauch wehtut aufgrund von dem Fasten, sondern sie hasst es, dass Allah es ihr verpflichtet hat, im Ramadan zu fasten. Was hasst sie hier? Sie hasst diese Vorschrift von Allah subhanahu wa ta'ala an sich. Und dieses Hassen ist natürlich eine Sache, die den Islam einer Person negiert. Sobald du dieses Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala hast, das ist natürlich der große Unglaube, der dich aus dem Islam herausführt. Und deswegen muss man hier mal sehr aufpassen, wenn eine Person sagt, ich will das nicht und ich hasse das, was meint diese Person damit? Ja? Wir sehen das zum Beispiel gerade bei den Schwestern mit der Thematik der Mehrehe. Viele Schwestern sagen, ich will nicht, dass mein Mann mehrere Frauen heiratet. Ja? Und sozusagen, ich hasse das. Was meinst du damit? Wenn die Frau sagt, ich hasse es, dass mein Mann dann weniger zu Hause ist, ich bin eifersüchtig und ich hasse diese Eifersucht, das ist kein Unglauben. Ja? Das ist kein Unglauben. Das ist natürlich. Aber wenn diese Frau sagt, ich hasse es, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Urteil offenbart hat, dass der Mann mehrere Frauen heiraten darf, das ist natürlich großer Unglaube, der sie aus dem Islam herausführt. Ja? Deswegen muss man immer aufpassen, auch zum Beispiel gerade jetzt in dieser Sache, dass man es gar nicht erst dazu kommen lässt, dass dieser Hass sich im Herzen entwickelt. Weil wenn dieser Hass im Herzen da ist, gegenüber dem Urteil, und du sagst, ich hasse es, dass der Mann mehrere Frauen heiraten darf. Und wallahi, viele von den heutigen Leuten, die, alhamdulillah nicht von uns, aber die auf diesen, sage ich mal, die diese liberale Schiene fahren, ja, häufig sie hassen aus tiefstem Herzen viele Urteile im Islam. Es ist nicht mehr, dass sie sagen, ja, heutzutage wird dieses und jenes nicht mehr richtig praktiziert, sondern sie hassen diese Urteile, die Allah subhanahu wa ta'ala festgelegt hat, tief in ihrem Herzen. Und selbst wenn du nur ein Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala hast, dann ist das, das was der Autor hier erwähnt hat, dass das aus dem Islam herausführt, wenn du etwas hast, womit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist mit zwei Sachen gekommen, wie wir bereits gesagt haben, dem Koran und der Sunna. Und dieser Koran und die Sunna enthalten vier verschiedene Sachen. Zum einen Befehle. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt, die entweder im Koran Sachen, bete, faste. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt dir, in der Sunna oder durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, mach dieses und jenes. Das heißt, entweder gibt es im Koran und in der Sunna Befehle.
oder es gibt Verbote oder es gibt Androhungen und Versprechungen, ja, Paradies, Höllenfeuer, oder es gibt Geschichten. Und wenn wir sagen, eine Person macht sich über etwas lustig, womit der Prophet gekommen ist, dann meinen wir alle vier. Befehl. Eine Person macht sich lustig über das Gebet. Ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich meine das Hassen. Ja? Aber das können wir auch morgen, inshallah, bei dem nächsten Punkt kommt es auch. Also bei dem Punkt des Lustigmachens. Aber eine Person, sie hasst einen Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie hasst es, dass sie beten muss. Das hatten wir bereits geklärt. Ein Verbot. Eine Person hasst es, dass Allah subhanahu wa ta'ala festgelegt hat, dass sie nicht rauchen darf. Sie hasst das. Das ist eben sowas, ein Ausdruck des Islams. Ebenso eine Geschichte. Eine Geschichte, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, sie hasst das. Ja? Zum Beispiel die Geschichte von Lut a.s. Die Leute, die heutzutage kommen und diese Homosexualität im Islam erlauben wollen, sie hassen diese Geschichte. Ja? Auch das ist was? Auch das ist natürlich Unglaube, der aus dem Islam herausführt. Denn du hast hier etwas, womit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. Was von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und ebenso Androhungen. Ja, ebenso Androhungen. Eine Person hasst es, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Höllenfeuer erschaffen hat. Sie hasst es. Beispielsweise, heute geht es irgendwie ziemlich auf die Frauen zu, aber zum Beispiel eine Frau hasst es, dass es im Paradies, wie sagt man auf Deutsch? Paradiesjungfrauen gibt. Ja? Nicht, sie ist jetzt eifersüchtig und wie gesagt, das hatten wir bereits geklärt, sie hat diese natürliche, ja, sie sagt, ich will meinen Mann nur für mich haben. Das ist was anderes. Aber sie hasst es, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Mann diese Sache gibt. Sie hasst es, dass Allah diese Sache festgeschrieben hat. Auch das ist Unglaube, der aus dem Islam herausführt. Ja, auch das ist Unglaube, der aus dem Islam herausführt. Und selbst wenn diese Person diese Sachen macht, ist das trotzdem ein Auslöscher des Islams. Also selbst eine Person, sie hasst das Gebet, aber sie betet. Jedes Gebet ist sie in der Moschee. In der ersten Reihe. Aber sie hasst dieses Gebet an sich. Auch dann ist sie aus dem Islam ausgetreten. Sie fastet im Ramadan. Bis Asha. Ja? Sie fastet bis Asha sogar. Aber sie hasst das Fasten an sich. Sie ist auch aus dem Islam ausgetreten. Durch dieses Hassen gegenüber dem, was Allah subhanahu wa ta'ala festgelegt hat. Zum Beispiel diese Thematik mit der Mehrehe. Ja? Eine Frau, sie ist einverstanden, sagt zu ihrem Mann, okay, heirate eine andere Frau. Und er heiratet eine andere Frau. Aber sie hasst es, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm das erlaubt hat. Ja, sie hasst dieses Urteil an sich. Und wie gesagt, hier sehr wichtig, es geht nicht darum, dass sie sagt, ich hätte meinen Mann gerne für mich alleine. Ja, und ich mag das nicht, dass mein Mann sozusagen außer Haus ist jetzt und woanders schläft. Und der ist nicht hier. Und ich bin eifersüchtig. Und ich hasse diese Eifersucht. Das ist nicht damit gemeint. Ja. Das ist eine natürliche Sache, aber wir reden hier von diesem Hassen. Von diesem Hassen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Urteil im Islam festgelegt hat. Und hier beenden wir inshallah den Unterricht für heute. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.